Landwirte müssen sich immer mehr Vorwürfen erwehren. Sie seien pauschal Umweltverschmutzer, Brunnenvergifter oder Tierquäler. Aber was stimmt davon wirklich? Mein Name ist Gero Hocker. Ich bin landwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und diesen Mythen werde ich heute auf den Grund gehen. Jetzt bei Debunked. Mythos Nummer 1. Landwirte sind nur auf Subventionen aus. Aus den Direktzahlungen der EU. Rund 6,2 Milliarden Euro fließen dafür jährlich von Brüssel nach Deutschland. Natürlich erhalten Landwirte finanzielle Mittel aus der gemeinsamen Agrarpolitik. Aber es sind nicht nur Landwirte, die diese Mittel erhalten, sondern Umweltschutzorganisationen, NGOs und viele andere Empfänger. Die Landwirte, mit denen ich regelmäßig spreche, erklären mir, dass sie lieber heute als morgen wegkommen würden von diesem System der öffentlichen Finanzmittel, die an sie ausgezahlt werden. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, in Deutschland werden etwa 12% des Nettoeinkommens der Menschen für Lebensmittel ausgegeben. Dieser Betrag ist deutlich niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern. Und viele Verbraucher glauben, dass es auch gerechtfertigt wäre, immer zum günstigsten Lebensmittel zu greifen. Landwirte würden sich aber viel eher wünschen, einen fairen und angemessenen Preis für ihre Hände Arbeit zu bekommen und für die Lebensmittel, die sie nach höchsten Standards produzieren. Zweitens, für viele Landwirte sind diese Zahlungen nichts anderes als sozusagen ein durchlaufender Posten. Wenn sie das Land, das sie bewirtschaften, gepachtet haben, kann man sehr genau nachvollziehen, dass sich auch die Pachtpreise in etwa im gleichen Verhältnis entwickeln, wie die Zahlungen die Landwirte bekommen. Das heißt, für viele, die tatsächlich auf dieser Fläche dann arbeiten, ist die Zahlung aus Brüssel nichts anderes als ein durchlaufender Posten. Drittens, diese gemeinsame Agrarpolitik hat übrigens auch eine Geschichte, als es vor allem wichtig gewesen ist, die Versorgung der Menschen in Deutschland und in Europa mit Lebensmitteln sicherzustellen. Aus dieser Zeit sind diese Strukturen gewachsen, die sich nicht von heute auf morgen abschaffen lassen. Aber Landwirte bekennen sich ausdrücklich dazu, dass wenn man auf der einen Seite die ganze Bürokratie, die sie zu erledigen haben, die sie häufig genug 3 bis 4 Werktage im Büro sein lässt, anstatt draußen bei den Tieren oder auf dem Feld, dass sie dann gerne bereit wären, auch auf diese Zahlungen lieber heute als morgen zu verzichten. Mythos Nummer 2, Landwirte verseuchen das Grundwasser. Richtig ist, zu viel Nitrat im Grundwasser kann gefährlich sein, auch für den Menschen. Es gibt gar keinen Zweifel daran, dass Landwirte natürlich eine große Verantwortung tragen, auch für die Gesundheit von Böden und Grundwasser. Wenn aber der Gesetzgeber im Jahre 2017 erst die letzte Verordnung über das Ausbringen von Dünger veranlasst hat, dann ist klar, dass 4 Jahre später noch überhaupt gar keine Ergebnisse davon an den Grundwasserkörpern erkennbar sein können. Sind es gerade Landwirte, die unter den Maßnahmen, die Politik auf den Weg gebracht hat, leiden müssen? Sie können häufig genug die Brunnen, die sie auf ihren Betrieben seit Jahrzehnten, manchmal sogar seit Jahrhunderten nutzen, nicht mehr nutzen, sondern werden pauschal sozusagen in Sippenhaft genommen dafür, dass es an diesen Grundwasserkörpern Messauffälligkeiten gibt, obwohl sie sich vielleicht über Jahrzehnte tatsächlich an sämtliche Auflagen und gesetzliche Vorgaben gehalten haben. Weiter mit Mythos Nummer 3. Landwirte tun nichts für den Klimaschutz. Natürlich wird CO2 freigesetzt, wenn Lebensmittel produziert werden. Übrigens ganz genauso, als wenn Autos oder Maschinen hergestellt werden. Aber Landwirtschaft ist tatsächlich der einzige Wirtschaftsbereich, der in der Lage ist, CO2 nicht nur freizusetzen, sondern auch zu binden. Und zwar, wenn Landwirtschaft und Forstwirtschaft genau das tut, nämlich Pflanzen und Bäume wachsen lassen und so auf die natürlichste Art und Weise CO2 aus der Luft gebunden wird im Pflanzenwachstum. Und deswegen ist es auch richtig, wenn Landwirte endlich beteiligt werden am sogenannten Zertifikatehandel. Dieser Zertifikatehandel sieht zu Recht vor, dass man Emissionszertifikate, Emissionsrechte erwerben muss, wenn man CO2 emittiert. Gleichzeitig muss es aber auch honoriert werden, wenn Landwirte eben durch Pflanzen- und Baumwachstum CO2 binden. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Landwirte bekommen Leistungen aus der gemeinsamen Agrarpolitik. Aber es wäre ihnen viel lieber und sie würden viel lieber auf diese Leistungen verzichten, wenn gewährleistet wäre, dass sie nicht so viel Bürokratie tagtäglich erledigen müssten und gewährleistet wäre, dass der Verbraucher auch tatsächlich einen angemessenen Preis zu zahlen bereit und in der Lage ist, um sich tatsächlich hochwertigste Lebensmittel leisten zu können, ohne dass es diese Direktzahlung geben muss. Landwirte tragen eine sehr große Verantwortung, nicht nur für das Tierwohl, sondern auch für unsere Umwelt, auch natürlich für unser Grundwasser. Es ist aber falsch, wenn Politik es sich so einfach macht, immer pauschal Landwirte
in die Pflicht zu nehmen und viele andere potenzielle Verursacher von Auffälligkeiten an den Trinkwasserkörpern außen vor lässt. Klar ist natürlich, dass bei der Produktion von Lebensmitteln CO2 emittiert wird. Aber kein anderer Wirtschaftsbereich wie Forst und Landwirtschaft ist in der Lage, CO2 auf natürlichste Art und Weise auch zu binden. Wenn man sich die Mühe macht, mal Pro und Contra abzuwägen, dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass viele Betriebe in Deutschland schon jetzt in der Lage sind, fast genauso viel CO2 zu binden, wie bei der Produktion von Lebensmitteln freigesetzt wird. Freie Demokraten im Deutschen Bundestag setzen sich dafür ein, dass Landwirte von Bürokratie entlastet werden und dass es endlich eine Angleichung der Produktionsstandards innerhalb des europäischen Binnenmarktes gibt. Wenn das erfolgt, ist endlich auch gewährleistet, dass es innerhalb dieses Binnenmarktes auch zu fairen Wettbewerbssituationen kommt. Denn häufig genug muss ein Landwirt heute sich gegen den Wettbewerb erwehren, zum Beispiel aus Süd- oder aus Osteuropa, wo die Standards deutlich niedriger sind und deswegen auch dort bei der Produktion niedrigere Kosten entstehen. Landwirte wissen natürlich besser als Politik, wie sie ihre Betriebe zukunftssicher machen können. Und eins ist klar, seit Jahrhunderten setzen Landwirte auf Fortschritt, auf neue Technologien in der Tierhaltung, im Ackerbau und in jedem anderen Bereich ebenso. Und ich glaube, dass unser Ziel sein muss, Landwirten die Instrumente an die Hand zu geben, die sie benötigen, um die vielfachen Herausforderungen, die sie erfüllen sollen, hochwertige Lebensmittel produzieren. Das alles unter Einhaltung von Tierwohl und möglichst noch klimaneutral zu erbringen, dass wir sie dabei unterstützen. Und das wird nur funktionieren, wenn wir es ihnen für die Zukunft ermöglichen, Innovationen auch auf ihren Betrieben umzusetzen. Drohneneinsatz, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren. Dafür ist aber erforderlich, dass Politik Rahmenbedingungen setzt, die es Landwirten ermöglichen, all dies auch zu tun. Es hilft nicht, zu fordern, dass Ställe zum Beispiel anders aussehen müssen, der Landwirt hierfür aber keine Garantie hat, dass nicht nach 3, 4 oder 5 Jahren schon wieder völlig neue Anforderungen auf dem Landwirt einprasseln. Deswegen wird so niemand, wenn er nicht eine gewisse Verlässlichkeit hat, tatsächlich viele 100.000 Euro in die Hand nehmen und solche Investitionen tätigen. Deswegen ist es wichtig, dass Politik auch Landwirten eine gewisse Planungssicherheit mitgibt, sonst wird das nicht funktionieren. Und zu guter Letzt müssen wir auch über die Anwendung von grüner Gentechnik in Deutschland sprechen. Auch wir merken, auch jeder Landwirt merkt, nicht nur die Vorboten, sondern tatsächlich die Auswirkungen des Klimawandels. Und dieser Klimawandel führt dazu, dass in weiten Teilen Deutschlands in Zukunft mit weniger Wasser ausgekommen werden muss. Und hier ist die grüne Gentechnik eine ganz hervorragende Chance, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Pflanzen auch ertragreich angebaut werden können in Deutschland, die mit weniger Flüssigkeit auskommen, die vielleicht größere Hitze aushalten oder mit anderen Auswirkungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Das war die Folge Debunked zur Landwirtschaft. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit auf einem Betrieb hier in Berlin oder auf der Landwirtschaftsdemo. Tschüss. Debunked räumt mit Mythen auf. Genau das haben wir schon mal gemacht zum Thema Soli, zum Thema mRNA-Impfstoffe, zum Thema Rente und zu vielen anderen Bereichen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut in unsere Debunked-Playlist. Wir sehen uns.